Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 16 der keltischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um einen der wichtigsten Teile der Sagen um König Artus. Die berühmten Ritter der Tafelrunde und woher diese stammen und welche Krieger zur Tafelrunde gehören. Kaum ein Aspekt der Legenden um König Artus wird so sehr mit ihm verbunden wie die Ritter der Tafelrunde. Viele Geschichten drehen sich um Ritter aus dieser Gruppe und Artus und die Ritter der Tafelrunde ist die übliche Beschreibung für die Helden der Artus-Sagen. Als Tafelrunde wird diese Truppe des Königs wegen des berühmten Tisches bezeichnet, den sie am Hof hatten. Wie der Name schon klar sagt, zeichnet sich dieser Tisch dadurch aus, dass er rund war. Diese zunächst recht ungewöhnliche Form erhielt die Tafel am Hof auf Erlass von König Artus hin selbst, um Streit unter seinen Rittern zu verhindern. Die Sitzordnung am Hof hatte eine sehr wichtige symbolische Bedeutung. Näher am Kopfende des Tisches zu sitzen, signalisierte einen höheren Rang und eine größere Bedeutung. Und natürlich wurde so immer wieder um die besseren Plätze gestritten. Sogar König Artus eigene edle Gefolgsleute rangen untereinander darum, den besseren Platz zu bekommen und missgönnten anderen ihre Plätze. Zunächst musste Artus mit Drohungen, Strafen und Gewalt eingreifen, um diesen Streitereien ein Ende zu bereiten. Aber sie kamen immer wieder auf und schließlich kam der König auf eine Idee. Mit einem schlauen Tischler zusammen kamen sie auf die Idee einer runden Tafel. An so einem runden Tisch gab es kein Kopfende und damit auch keinen Unterschied mehr zwischen den Plätzen. An der runden Tafel waren alle gleichwertig und ebenbürtig und es gab keine höheren und niedrigeren Plätze. Der Streit unter den Gästen und Rittern konnte nun endlich ein Ende haben und schon bald wurde der runde Tisch zum Symbol für Einigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit am Hofe von Artus. Die Ritter nahmen sogar den Begriff als Ritter der Tafelrunde oder auch nur die Tafelrunde für sich als Gruppe an. Zum ersten Mal erwähnt wurde die runde Tafel im Jahr 1155 durch den anglonormannischen Dichter Robert Wace in seinem Werk Roman de Brut. Und die Geschichte, dass König Artus den Tisch machen ließ, um Streitigkeiten unter den Rittern zu beenden, beschreibt zum ersten Mal der englische Dichter Layamon. Er war auch einer der ersten, der die Werke um König Artus im Englischen verfasste. In diesen ersten Erwähnungen sitzt König Artus noch nicht selbst am runden Tisch, aber bereits in den späteren Artus-Sagen des 12. Jahrhunderts ist dies der Fall. Und die Tafelrunde wurde sehr schnell zu einem etablierten Bestandteil der Geschichte um Artus und seine Ritter. Als Quelle für viele Aspekte seines Werkes nennt Robert Wace nun bretonische Sagen, allerdings sagt er über diese kaum etwas aus. Heute sind uns keine älteren Erwähnungen des runden Tisches mehr bekannt und es gibt keine wirklichen Anzeichen dafür, dass die Tafelrunde ältere keltische Wurzeln hat. Zumindest keine, die sich heute noch nachvollziehen lassen. Auf der anderen Seite wurde die Tafelrunde, auch ohne alte keltische Wurzeln, sehr schnell zu einem einflussreichen Sinnbild für Einigkeit und Gleichheit und für einen geradezu idealen Hof. Die Darstellung der Ritter und König Artus an einer runden Tafel war im Mittelalter sehr beliebt. König Edward I. von England hielt 1290 das Turnier der Tafelrunde ab und ließ dafür sogar eine Tafelrunde machen, die noch heute in Winchester Castle als Schmuck an der Wand hängt. Edward III. Schlug dann sogar im Jahr 1344 vor, an seinem Hof eine echte Tafelrunde zu gründen. Zu dieser Zeit wurden die Geschichten von König Artus und seinen Rittern zum größten Teil als historisch betrachtet. Es wurde angenommen, dass sie reale Ereignisse der Vergangenheit beschreiben und Artus' Tafelrunde galt daher als das höfische Ideal. Das Bild der Tafelrunde und viele Symboliken dahinter setzen sich dann auch heute noch fort. Runde Tische für Diskussionen und Gespräche und ähnliches sind bis heute als Zeichen für Gleichheit unter allen Teilnehmern sehr beliebt. Aus Politik und Medien hört man ja immer wieder den Begriff, dass Leute am runden Tisch zusammenkommen, um etwas zu diskutieren oder zu besprechen. Die Tafelrunde ist aber eben nicht nur ein Begriff für einen runden Tisch, sondern auch für die Ritter um König Artus. Und diese haben durchaus oft sehr alte Wurzeln. Dass König Artus von besonderen und mächtigen Kriegern begleitet wird, berichten bereits die frühesten walisischen und bretonischen Sagen, die über ihn noch erhalten sind.
In den frühen Geschichten sind diese Krieger mit vielen magischen und übermenschlichen Kräften ausgestattet und haben einen starken mythischen Charakter. In der Geschichte Pa Ur Ior Porthor, was so viel wie Wer ist der Torwächter bedeutet, gehören zum Beispiel sowohl Mabon wie auch Manedan zu den Rittern von Artus. Der erste der beiden basiert vermutlich auf dem Gott Maponus, während der zweite das walisische Gegenstück zum irischen Meeresgott Manannan Mac Liar darstellt. In ihren Abenteuern kämpfen diese Krieger gegen Monster, Hexen, Riesen und zahlreiche andere Ungetüme, sprechen mit Tieren und haben andere magische Kräfte, die ihnen zugesprochen werden. In der späteren Artus-Literatur sind seine Ritter dann deutlich weniger magisch, aber sie halten noch immer ausgiebige Beschreibungen und besondere Eigenschaften. Tatsächlich war die Aufzählung der Ritter von König Artus in sogenannten Ritterkatalogen oder auch in vielen Merklisten vom 12. Jahrhundert bis ins späte Mittelalter sehr beliebt. Aus diesem Grund gibt es verteilt über die Artus-Literatur auch sehr lange Listen an Rittern der Tafelrunde. In manchen Geschichten sind es nur 12 Ritter, während es in anderen 25, 50, 150 oder sogar 200 sein können. Bei Layamon sind es sogar 1600 Ritter, die die Tafelrunde bilden, wobei aber bei weitem nicht alle davon namentlich genannt werden. So eine zum Teil gewaltig große Anzahl und Diversität an Rittern über die verschiedenen Sagen hinweg macht es natürlich fast unmöglich, alle Ritter der Tafelrunde in einem Video aufzuzählen. Auch wenn es Merksprüche wie den Spruch von den Tafelrundern aus dem 15. Jahrhundert aus München gibt, die ganze 160 der Figuren in einem Spruch zusammenfassen. Da aber die meisten Ritter nur einmalig genannt werden, während andere dafür viel häufiger sind, kann man eine deutlich kleinere Gruppe von typischen oder zentralen Rittern der Tafelrunde erkennen. 7 der Ritter aus diesen langen Listen bilden so eine Art Kern der Tafelrunde. Zu diesen gehören Lancelot, Gawain, Tristan, Caer, Bedivere, Parzival, Galahad und Bors. Weitere Ritter sind dann oft sehr regional und zeitlich unterschiedlich vertreten. In England des späten Mittelalters waren unter anderem Gareth, Brunoir, Palamedes, Lamorak, Lionel, Palois oder Mordred sehr beliebt. Ewain und Erek dagegen sind vor allem in der deutschen Literatur vertreten. Sir Lancelot ist nun von allen Rittern der Tafelrunde der vielleicht berühmteste und besonders in vielen französischen Werken die zentrale Figur der Handlung. In den meisten Versionen wurde er nach dem Tod seines Vaters von einer Wasserfee erzogen, was ihm, wie viele ältere keltische Helden, eine Verbindung zur Anderswelt gibt. Er gilt als der beste und mächtigste aller Ritter, aber es kommt in den meisten Versionen zwischen ihm und Königin Guinevere zu einer Affäre, wodurch er oftmals auch zumindest etwas negativ erscheint. Wie viele andere Ritter der Tafelrunde begibt sich auch Lancelot schließlich auf die Suche nach dem Heiligen Gral, ist aber wegen der Affäre mit Guinevere diesem nicht mehr würdig. Sir Gawain ist dann ein Neffe von König Artus und ist am besten für die Geschichte von Sir Gawain und dem Grünen Ritter bekannt. In dieser ließ er sich auf eine Enthauptungswette mit einem mächtigen und riesenhaften Grünen Ritter ein. Ein Motiv, das sich bereits in sehr alten keltischen Sagen findet, und auch Sir Gawain ist eine Figur mit recht alten walisischen Wurzeln. Sir Tristan ist dann dagegen nur zeitweise ein Ritter von Artus und am besten aus Tristan und Isolde bekannt. Er ist einer der beliebtesten Ritter der mittelalterlichen Geschichten, aber er tritt auch sehr oft völlig unabhängig von Artus auf. Er wird als Stratege und Kämpfer beschrieben und sogar als ein Drachentöter. Sir Kay ist dann ebenfalls eine Figur, die schon sehr weit zurückreicht und als Kay Vapkenir bereits in alten walisischen Sagen als Artus-Ritter und mächtiger magischer Krieger erscheint. Er dient als Truchsess des Königs und obwohl er in fast allen Erzählungen im Hintergrund bleibt, ist er einer der meistgenannten Ritter der Artus-Sagen überhaupt und von großer Bedeutung für den Hof. Als Ritter, der selten die Hauptrolle spielt, kommt Sir Kay aber oft schlecht davon. Entweder wird ihm die Rolle des ersten Kämpfers zugeschrieben, der verlieren muss, sodass der jeweilige Protagonist der Geschichte als nächstes eingreifen und gewinnen kann, oder er wird zum spöttischen Berater gemacht. Als solcher kritisiert er zu Recht oder provoziert andere mit scharfer Zunge, aber er bleibt dabei stets ein treuer Diener des Königs und handelt nicht gegen Artus.
Sir Bedwyr, der ebenfalls bereits in den ältesten Artus-Sagen erscheint, dient dann meistens als der Mundschenk des Königs, aber auch als sein Marschall und in einigen Geschichten hält er sogar die Herrschaft über die Normandie vom König. In späteren Sagen gehört er oft zu den letzten Überlebenden nach Artus letzter Schlacht und wird nach dieser zum Einsiedler, der sich einsam zurückzieht, nachdem sein König gefallen war. Sir Parzival ist dann vermutlich der berühmteste Gralsritter unter den Rittern der Tafelrunde. Er wächst zunächst mit seiner Mutter in einer Einöde allein auf, bevor er dort Ritter sieht und durch diese inspiriert wird, ebenfalls einer zu werden. Er zieht dann an Artus Hof und beweist sich als Ritter dort und wird in die Tafelrunde aufgenommen. Auf seinen Abenteuern erreicht er die Gralsburg, aber dort erlangt er zunächst den Gral nicht. Am Ende aber erreicht er sein Ziel doch und wird zum Gralskönig ernannt. Ebenfalls als ein Gralritter ist Sir Galahad bekannt. Dieser wird als ein besonders reiner und edler Ritter beschrieben und seine Abenteuer sind oft als Zwischenepisoden in die Geschichte von Sir Parzival eingeschoben. Er ist der Sohn von Lancelot, der in einigen Versionen selbst zunächst Galahad genannt wird. Durch seine von Geburt an bestehende Reinheit ist es ihm vorherbestimmt, ebenfalls eines Tages Gralskönig zu werden. Wobei viele Kommentatoren Galahad als eine eher eindimensionale und beinahe schon langweilige Figur sehen, da er trotz seiner Abenteuer nie wirklich von der Figur des stets perfekten, immer reinen Ritters abweicht. Und schließlich ist er noch Sir Bors, oder auch Sir Bohort genannt. Dieser ist ein Onkel von Lancelot und tritt vor allem in dessen Geschichte oft als wichtige Figur auf. Sein Sohn, Bohort oder auch Bors der Zweite, wird dann ebenfalls zum Gralsritter und begleitet Parzival und Galahad auf der Mission nach dem Gral. Er fungiert hier fast schon wie eine Art zweiter Lancelot, von dem er auch sein Schwert bekommt. Auffällig bei all diesen Rittern ist nun, dass sie untereinander und auch mit König Artus oft verwandt sind und alle durch ihre häufige Nennung eine lange Geschichte mit vielen Versionen haben. Sie alle stellen mächtige, edle Ritter dar, aber auch immer welche, die getestet werden, und nicht immer können sie ihre Ideale halten. Leider aber kann dieses Video am Ende nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten Ritter der Tafelrunde sein. Sowohl zu ihnen wie auch zu vielen anderen Rittern ließe sich noch viel mehr sagen. Ich hoffe aber, dass auch schon mit diesen Beispielen klar wird, welche Art von edle Ritter der Tafelrunde beiwohnten und wie sie in vielen Fällen Wurzeln in älteren walisischen und bretonischen Sagen haben und damit auch durchaus die keltischen Wurzeln der mittelalterlichen Artus-Literatur aufzeigen. Auch wenn sie nun weit weniger magische und mythische Krieger sind und mehr ehrenhafte und höfische Ritter wurden. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur keltischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei der keltischen Mythologie.